dann auch überlegt, ich beginne mit einem Beispiel, weil das so ein bisschen die Komplexität darstellt. Das Beispiel ist von einem Herrn, der mit dem ich Kontakt hatte, der hat gesagt, also die erste Fragestellung war, er hat aus einer früheren Beziehung ein Kind, zu dem er keinen Kontakt hat. Die junge Frau möchte jetzt heiraten und auch hat einen Kinderwunsch und diese junge Frau hat über die Oma erfahren, dass er eben krank ist und sie das unter Umständen auch hat und hat ihn dann um ein Gespräch gebeten. Und er hat unfassbare Angst vor diesem Gespräch und war sehr aufgeregt. Das war so der Eingang. Dann hat er erzählt, ja, auf der Arbeit ist es so, dass er deutlich spürt, dass er nicht mehr so leistungsfähig ist, also es geht nicht mehr so gut, aber er hat noch niemandem von seiner Erkrankung berichtet und ist einfach, er hat das Gefühl, alle gucken auf ihn und denken, fauler Sack, ja. Aber er weiß nicht genau, soll ich das sagen, soll ich es nicht sagen, wie wird es aufgenommen werden, werde ich auf Verständnis stoßen, wird es vielleicht eher schwierig werden und ist da sehr unsicher. Sage ich es im Berufsleben oder sage ich es nicht und wie gehe ich auch weiter damit um, also wie geht es überhaupt mit meinem Berufsleben weiter und der Erkrankung. Ja? Dann hat er gesagt, er hat in der jetzigen Ehe hat er zwei Kinder, da ging es dann um die Untersuchung der Kinder, was sie im Film auch gesehen haben. Ja, er sagt, die werden damit groß, das ist für die auch keine Frage, dass ich krank bin, aber natürlich auch irgendwann wollen wir wissen, ob die kleinen Kinder betroffen sind. Und zum Schluss hat er noch erzählt, das fand ich auch sehr spannend, dass er sagte, wissen Sie, ich war immer ein sehr, ja, attraktiver Mann, ein athletischer Mann und ich sehe durch die Zystennieren, die sind so raumgreifend, er hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich bestehe von Hals bis Bauch nur aus Zysten. Und frag mich, also zum einen macht mir das unglaublich viel aus, ja, auch mein Körperbild hat sich sehr verändert, meine ganze Identität hat sich damit sehr verändert und dann stand natürlich auch die Frage im Raum, wie findet meine Frau das eigentlich? Ist das noch attraktiv? Ja, was denkt die darüber? Und da ganz viel Unsicherheit. Und so sehen Sie so ein bisschen, dass es im Grunde genommen, und das ist ja das, was bei den chronischen Erkrankungen, egal, glaube ich, wo man hinschaut, immer auch ein Thema ist, sind so viele Lebensbereiche betroffen, die jetzt auch außerhalb der Medizin wirklich viel Einfluss auf das Erleben haben und auf den Alltag haben.